Hallo, ich bin's, Stefan von Pro Survival. Heute ein bisschen im Wald unterwegs. Einfach mal drauf losziehen, sehen, was da kommt. Ich habe schon was entdeckt, und zwar das hier. Das sind Distelbärte, die ich immer wieder erwähne, sind super Zunder. Leider ist hier alles triefend nass. Das macht nichts. Ich nehme es trotzdem mit und werde es in der Innentasche meiner Jacke tragen. Vielleicht trocknet es, bis ich ein Feuer benötige. Heute gehe ich jetzt ein bisschen spartanischer an. Bei mir habe ich, das wollte ich schon immer mal sagen, nur wenige Hilfsmittel. Ich trage ein Messer, eine Wasserflasche und einen Feuerstein bei mir. Ich hoffe, das genügt. Und wenn nicht, ich denke nicht, dass ich hier innerhalb eines Tages verhungern oder verdursten werde. Es regnet ohnehin. Das heißt, das Wasser fällt hier buchstäblich von den Bäumen. Tja, packen wir es an. Ich habe eben noch was entdeckt, und zwar diesen toll geformten Stein. Der ist schön zugespitzt. Wenn ich jetzt kein Messer dabei hätte, könnte ich den als Behelfswerkzeug gebrauchen. Ich kann den aber auch zum Graben nehmen, zum Beispiel. Eine vielseitige Sache. Ich habe kürzlich eine Dokumentation gesehen, bezüglich Mittelalter und Wiedergängern. Da hat man stellenweise so eine Angst gehabt, dass die Toten wieder aufstehen, dass man denen so einen Stein zwischen die Zähne in den Mund gedrückt hat. Gruseliges Thema, wenn man hier im Wald unterwegs ist. Tja, gefährliche Sache, wenn man das hier so rumliegen lässt. Für jemanden in einer Überlebenssituation wäre sowas natürlich ein brauchbares Utensil als Messerersatz. Aus Glas kann man auch beispielsweise kleine Angelhaken schlagen, wenn man die richtige Technik beherrscht. Ich werde das hier nicht so rumliegen lassen. Man weiß nie, ein Tier könnte reintreten, sich verletzen. Ich finde, wenn man sich ordentlich im Wald betrinkt, sollte man auch den Anstand haben und den ganzen gefährlichen Glasmüll wieder mitnehmen und fachgerecht entsorgen. Lecker. Sollten Brombeeren sein. Ja, definitiv. Sind gut. Gut. Ordentlich reif. Fruchtiges Aroma. Ein Glücksfall. Noch was anderes zur Nahrung. Das kennen wir ja schon. Insektenküche. Mal schauen, was ich hier finde. Totholz ist im Allgemeinen eine gute Herberge für allerlei krabbelndes, wuselndes Getier. Kellerasseln. Lohnt sich auch immer mal nachzusehen, was im Innern von so einem Stamm herumwuselt. Das ist alles schon ganz faulig und matschig. Hier habe ich kein Glück. Eine fette Kellerassel. Ich werde der Versuchung mal nicht erliegen.
Tja, und da mache ich auch noch eine Entdeckung, die wird mir einiges an Arbeit heute sparen, weil hier schon ein wunderbarer Unterschlupf steht. Ich gehe mal drum rum. Hier wurde ordentlich gearbeitet. Das steht wahrscheinlich schon eine Weile. Die Moosdecke ist etwas löchrig geworden. Aber ansonsten eine ordentliche Konstruktion. Ich werde versuchen, das vielleicht noch ein bisschen dichter zu kriegen. Dann hier etwas verweilen. Ich habe nicht unweit des Lagers hier noch ein bisschen Birke gefunden. Die Rinde brennt sehr gut, auch wenn sie feucht ist. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht klappt es ja später noch mit einem Feuer. Das ist eine Regenfalle. Ich muss zugeben, es regnet leider zu wenig, um hier viel Wasser abzuschöpfen. Ich könnte jetzt auch die Bäume abgehen und von deren nassen Blättern das Wasser, das Regenwasser in die Flasche klopfen. Sinn bei dieser Regenfalle ist, wenn man keine Plane oder ähnliches hat, kann man ein paar Stöcke in das Gefäß tun. Die führen dann das Regenwasser ins Innere des Gefäßes. Tja, mein Biwak ist eine zugige Angelegenheit. Ich werde nachher weiterziehen. Vielleicht finde ich noch eine bessere Wasserquelle, was ich auf jeden Fall gefunden habe. Sauerklee, das wächst hier überall und ist essbar. Ihr kennt das sicher, als ihr noch Kinder wart, habt ihr bestimmt auch auf diesem Zeug herumgekaut. Ist immer noch so sauer wie damals. Gehen wir weiter. Ist wunderschön hier. Total schön. Ja, ich habe diesen Weiher hier entdeckt. Leider stehendes Wasser soll man bekanntlich nicht trinken. Darin können sich Bakterien über längere Zeit vermehren. Darum nicht mein heutiges Getränk. Aber was erfreulich ist, hier gibt es Rohrkolben und die sind sehr guter Zunder. Das hier ist ein Kanal, der ist auch versiebt. Ich weiß also nicht, ob er in den Weiher reinfließt oder daraus entspringt. Zum Glück habe ich ja noch 3 Tage Zeit, bis ich verdurstet und tot bin. Diese Zeit werde ich sicher nicht in den Wäldern bleiben. Was ist das? Eine verlassene Waldhütte. Die sehen wir uns mal genauer an. Kalt. Ich der Versuchung widerstehen soll. Es hat die ganze Nacht geregnet. Das Wasser sollte eigentlich trinkbar sein. So, ich habe den Rohrkolben mitgenommen. Er ist außen nass, sollte innen aber trocken sein. Wenn ich den aufbreche, gibt es unglaublich große Mengen an Zunder. Wir kommen inzwischen aus dem Wald heraus.
und finden uns auf einer schönen Wiese wieder. Hier kann ich grasen, hier gibt es Löwenzahn. Eine gute Sache, ich kann jede Menge davon sammeln, später essen. Auch ein bisschen Wiesenklee sehe ich hier. Eine schöne Sache. Was ich auch tun kann, ist mein T-Shirt durch den feuchten, nassen Bereich zu ziehen und nachher auszudrücken. So kriege ich auch genug Wasser wieder zusammen. Packen wir es an. Du kannst dich verstecken, aber nicht weglaufen. Weinbergschnecken wären eigentlich lecker. Die hier ist geschützt. Ich lasse sie leben. So, ich konnte ein paar Schlucke Wasser trinken. Frisches Regenwasser von der Wiese. Unbedenklich trinkbar, lecker. Hier habe ich noch ein bisschen Salat mitgebracht. Würzig und aromatisch. Ein bisschen zahmer als Rucola. Ja. Zwischendurch als Verpflegung nicht schlecht. Gehen wir weiter. Was ich jetzt schon merke, nachdem ich jetzt etwa 2,5 Stunden hier durch diesen Wald gehe, ist der Durst. Normalerweise gehe ich verpflegt, vor allem wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin. Jetzt habe ich mal auf Basic gemacht, einmal wieder, und ich bin wirklich durstig. Fließende Gewässer gibt es hier leider nicht, ich habe noch nichts entdecken können. Aus diesen Pfuhlen hier sollte ich nicht trinken. Ich könnte sammeln, filtern, abkochen. Gut, der Regen hat mir zum Glück hier geholfen. Hier ist ja auch alles immer noch nass. Das heißt, ich könnte immer noch mein T-Shirt durchziehen und so mein Wasserbedarf hier decken. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn es regnet. Wenn es hier sehr trocken wäre, müsste ich mich schon etwas mehr anstrengen. Gehen wir weiter. Darauf hatte ich gehofft. Hier haben wir ein fließendes Gewässer. 100%ige Garantie für die Qualität des Wassers gibt es nicht. Ich werde hier aber etwas entnehmen. Ich habe Wasser. So, ich bin zwischenzeitlich schon etwas weiter. Jetzt suche ich was zu essen. Brennnesseln wären super. Mal gucken, ob ich welche finde. Die kann ich dann nachher mit meinem Wasser zu Spinat zerkochen. Und da haben wir schon welche gefunden. Wichtig bei Brennnesseln: die feinen oberen Blätter sind lecker, die unteren dunklen sind zäh und ledrig.
Dann fange ich mal an zu sammeln. So, hier bin ich wieder beim Basislager. Jetzt wird Feuer gemacht, das Wasser abgekocht und die Brennnesseln werden gewässen. Packen wir es an. Die Brennnesseln warten in meinem Hut. Hier habe ich noch einen kleinen Kocher. Das Wasser. Hier habe ich gearbeitet. Etwas Holz vorbereitet. Und versuchen wir, es ist alles sehr feucht, probieren wir trotzdem ein Feuer zu machen. Das war anstrengender als gedacht. Puh. Der Rohrkolben war ein bisschen feucht. Ich musste den komplett öffnen, um an das Innere zu kommen, das ein bisschen trocken ist. Ich habe etliche Funken gebraucht, bis das gezündet hat. Danach habe ich Birkenrinde hinzugegeben und die Tannenzweige und das Holz. Jetzt brennt das Teil endlich ein bisschen. Puh. Puh. Lecker. Die Brennnesseln habe ich in mein Kochgefäß getan. Jetzt kommt noch das Wasser hinzu. So. Machen wir Brennnesselsuppe. Essenszeit. Ah, lecker, lecker. Gut umrühren. Eine gelungene Mahlzeit. Dem Spinat erstaunlich ähnlich im Geschmack, immer wieder lecker. Reich auch an Mineralien und Vitaminen. Brennnessel ist ein wirklich gutes Kraut. Und mit diesem Mal verabschiede ich mich für heute. Für Pro Survival. Packen wir es an.